Covid-19 Antigen-Rapid-Test. Selbsttest. Testdurchlauf. Öffnen Sie die Box des Kits. Überprüfen Sie die Komponenten vor der Verwendung. Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch. Setzen Sie das Röhrchen in das Loch. Drehen Sie den Verschluss des Extraktionsreagenzes ab. Geben Sie das gesamte Extraktionsreagenz in das Röhrchen. Öffnen Sie die Tupferverpackung am Stäbchenende. Entnehmen Sie den Tupfer. Führen Sie die gesamte Tupferspitze vorsichtig etwa 2,5 cm in das linke Nasenloch ein. Streichen Sie in einer kreisförmigen Bewegung mindestens 5-mal fest gegen die Innenseite des linken Nasenloches. Nehmen Sie den Tupfer heraus und führen Sie ihn in das rechte Nasenloch etwa 2,5 cm ein. Führen Sie den Nasentupfer in das Röhrchen mit dem Extraktionsreagenz ein. Drehen Sie den Tupfer mindestens 5-mal und drücken Sie dabei die Tupferspitze gegen den Boden und die Seite des Röhrchens. Lassen Sie den Tupfer eine Minute lang im Extraktionsreagenz ruhen. Nehmen Sie den Tupfer heraus und drücken Sie dabei die Seiten des Röhrchens zusammen, um die Flüssigkeit aus dem Tupfer zu gewinnen. Verschließen Sie das Röhrchen gut mit der dazugehörigen Tropfkappe und setzen Sie es wieder in die Schachtel. Öffnen Sie den versiegelten Beutel und nehmen Sie die Testkassette heraus. Halten Sie das Röhrchen genau senkrecht über die Probenvertiefung. Geben Sie 3 Tropfen in die Probenvertiefung, indem Sie die Seiten des Röhrchens leicht zusammendrücken. Lesen Sie das Testergebnis nach 15 bis 20 Minuten ab. Nach mehr als 20 Minuten darf es nicht mehr abgelesen werden. Auslegung der Ergebnisse. Positives Ergebnis. Es erscheinen 2 Linien. Eine farbige Linie erscheint im Kontrollbereich C, eine weitere im Testbereich T. Hinweis. Bitte schauen Sie sehr genau hin. Die T-Linie kann sehr schwach ausgeprägt sein. Jede hier sichtbare farbige Linie ist als positiv zu bewerten. Ein positives Testergebnis zeigt an, dass Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit derzeit an Covid-19 erkrankt sind. Folgendes müssen Sie dann tun. Wenden Sie sich so schnell wie möglich an Ihren medizinischen Betreuer oder an das örtliche Gesundheitsamt und befolgen Sie die ortsüblichen Richtlinien zur Selbstisolierung, um eine Übertragung des Virus auf andere zu vermeiden. Möglicherweise ist ein neuer Test mit einer anderen Methode erforderlich, zum Beispiel ein molekularer Test. Negatives Ergebnis. Im Kontrollbereich C erscheint eine farbige Linie. Im Testbereich T erscheint keine Linie. Ein negatives Testergebnis zeigt an, dass es unwahrscheinlich ist, dass Sie derzeit an Covid-19 erkrankt sind. Folgendes müssen Sie dann tun. Bitte wenden Sie sich an Ihren medizinischen Betreuer, wenn Sie Symptome bekommen oder die Symptome anhalten oder wenn Sie sich Sorgen um Ihre Gesundheit machen. Sie müssen weiterhin alle geltenden Regeln bezüglich des Kontakts mit anderen sowie Schutzmaßnahmen einhalten. Ungültiges Ergebnis. Es erscheint keine Kontrolllinie. Hinweis, wenn die C-Linie nicht erscheint, ist das Testergebnis ungültig, unabhängig davon, ob die T-Linie erscheint oder nicht. Sie müssen den Test mit einer neuen Testkassette wiederholen oder Ihren medizinischen Betreuer konsultieren. Sammeln Sie die Teile des Kits und Abstrichproben in einen Plastikbeutel und entsorgen Sie diese mit dem Hausmüll.